XXXX. Super Xati XXXX. Super Xati XXXX. Schönes Wetter, blauer Himmel, da packt man schnell mal die Familie und den Hund ein und fährt hinaus ins Grüne. Aber so wie wir hier Nilsson transportiert haben, sollte man das natürlich nicht machen. Denn ungesichert den Hund zu transportieren, kann im Falle eines Auffahrunfalles auch sehr gefährlich sein. Und warum ist das so? Ganz einfach. Schon bei einem Stadtunfall können Kräfte bis zu 17 G auftreten, mit dem der Hund nach vorne geschossen kommt. Und was heißt 17 G? Eigentlich ganz einfach. Nilsson zum Beispiel wiegt hier etwa 20 Kilogramm. Und bei einer Verzögerung von 17 G heißt das, dass der Hund mit dem 17-fachen seines Körpergewichtes nach vorne geschossen kommt, in diesem Fall etwa 340 Kilogramm. Und hier kann man sich vorstellen, dass das natürlich zu einer Gefahr für die Insassen wird. Deshalb, auch auf kurzen Strecken, sollte man den Hund immer so sichern, dass er die Insassen nicht gefährdet. Die richtige Sicherung ist abhängig von der Größe und Gewicht des Hundes und von der Art Ihres Fahrzeuges. Deshalb sollten Sie sich im Fachhandel erkundigen, was die richtige Sicherungsmöglichkeit für Ihren Hund und für Ihr Fahrzeug ist.